Juri Knoll, Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale. Heute hast du das Spiel gesteuert, von links nach rechts. Gefühl gab es gar keinen Abbruch. Was war das für ein Gefühl für dich? Ich habe probiert, einfach mein Spiel zu spielen und Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das ist unser Spiel, unsere Taktiken einigermaßen so anzusagen und zu steuern, dass das große Ganze funktioniert. Dabei muss ich ja immer dran denken, so ein bisschen die Balance zu behalten. Dass, wie gesagt, das große Ganze funktioniert, ist manchmal nicht so einfach, weil man wird natürlich auch von Emotionen gesteuert. Und da den kühlen und der klaren Kopf zu behalten, ist, wie gesagt, nicht so einfach. Aber ich glaube, wir haben das insgesamt heute gut gemacht. Und jeder Spieler hatte seine Momente und hat Verantwortung übernommen auf der Platte. Und so soll es sein. Das mit dem kühlen Kopf war ja besonders heute schwer, wenn es so heiß hergeht auf den Tribünen. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, natürlich, aber das trägt uns natürlich auch. Und auf der einen Seite muss man natürlich kühlen Kopf bewahren, aber auf der anderen Seite muss man dann auch sich so ein bisschen von den Emotionen leiten lassen, seinem Gefühl vertrauen und dann voll raufgehen und nicht zurückschauen. Und das haben wir heute auch gemacht. Und dazwischen so ein bisschen die Balance zu bewahren, das wird wichtig sein für uns. Es macht aktuell so einen Eindruck, dass die Mannschaft nichts aus der Ruhe bringt. Wie nimmst du das wahr? Ja, das sieht vielleicht jetzt so aus, aber wir wissen natürlich auch, dass jetzt ja, die wirklich harten Brocken kommen werden und die schwierigen Aufgaben auf uns warten. Und da werden, ja, wird das ein oder andere Hindernis auf uns zukommen und die ein oder andere, ja, wie sagt man, mir fehlt gerade das Wort, aber Aufgabe, die an uns an ihre Grenzen bringt und uns fordern wird. Deshalb, ja, wir müssen uns vertrauen und so weitermachen wie bisher. Ja, dann die erste schwere Aufgabe kommt ja schon am Montag mit Norwegen. Was erwartet ihr für den Gegner? Ich glaube, wir hatten jetzt schon ein paar schwere Aufgaben, besonders das Spiel gegen Serbien und das heute war extrem schwierig. Und jetzt gegen Norwegen haben wir ein absolutes Top-Team vor der Brust mit Starspielern und ich glaube, dem ist sich jeder bewusst. Und ja, aber wir wollen es natürlich ausgeglichen gestalten und unsere Chancen nutzen. Und dann vielleicht schon mal einen Blick voraus aufs Viertelfinale. Hast du einen Wunschgegner? Frankreich, Spanien? Ich glaube, jeder weiß, dass beide Teams absolute Top-Teams sind, Medaillen gewonnen haben ohne Ende in den letzten Jahren. Und da wäre es wirklich falsch, sich da eine Mannschaft auszusuchen, weil, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Beide Mannschaften sind so gut, dass wir da einen absoluten Sahnetag erwischen müssen, damit wir da weiterkommen können. Alles klar, vielen Dank und viel Erfolg.